Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr, es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit. Station 4 auf der Raumkreuzer Orion. Orion 7, melden Sie sich. Melden Sie sich und geben Sie Ihre Koordinaten. EAS 4 ruft Orion. Orion 7, melden Sie sich. Melden Sie sich und geben Sie Ihre Koordinaten. Also. Befehl an Orion 7. Sofortiger Rücksturz zur Raumstation 13. Orion, hören Sie. Die oberste Raumbehörde gibt Alpha-Order. Sofortige Umkehr. An Kommandant, Resonanzkontakt. Hier ist die Orion 7 unter Commander Cliff Alistair McLean. An oberste Raumbehörde, Sektion 12, Abteilung Astrotechnik über Jupiter Außen und EAS 3. Um meine Behauptung zu erhärten, dass eine Landung auf Rhea möglich ist, setze ich in wenigen Augenblicken auf Rhea auf. Das war die Orion. Ich schalte jetzt ab. Fertig machen zur Landung. General, der Chef der schnellen Raumverbände ist da. Ich lasse bitten. General Van Dijk, Sie wissen vermutlich, warum ich Sie zu mir gebeten habe. Lass mir denken. McLean, nehme ich an. Ja, General, es ist soweit. Die befehlswidrige Landung auf Rhea hat ihm das Genick gebrochen. Die Landung auf Rhea mag befehlswidrig gewesen sein, aber sie war eine raumfahrttechnische Meisterleistung. Sie erfolgte entgegen einer ausdrücklichen Alpha-Order der obersten Raumbehörde. Dass Sie, Commander McLean, am liebsten als Sträfling in den Phosphorsümpfen sehen würden, ist mir nichts Neues. Bleiben wir bei der Sache, General. Persönliche Sympathien oder Antipathien spielen hier keine Rolle. Tatsache ist, dass McLean mit sofortiger Wirkung zum Patrouillendienst der Raumaufklärungsverbände strafversetzt ist. Auf die Idee, mich als McLeans bisherige Vorgesetzte zu informieren, ist wohl niemand gekommen. Deshalb habe ich Sie ja hergebeten. McLean und seine Crew werden in ein paar Minuten hier vorreiten. Aha. Ich soll der Hinrichtung also beiwohnen. Ich hätte es Ihnen gerne erspart. Wissen Sie was, General? Ich halte diese Strafversetzung für den größten Skandal in der ganzen Raumflotte. So?
Und McLeans Eskapaden, seine ständigen Husarenritte auf eigene Faust, waren das keine Skandale? Der verrückte Flug zum zweiten Jupitermond? Der Durchbruch zur Saturnbasis im zweiten stellaren Krieg, das eigenmächtige Eingreifen auf Alpha Centauri und so weiter, waren das keine Skandale? Ohne Männer wie McLean hätten wir die beiden stellaren Kriege wahrscheinlich verloren. Möglich. Aber verflucht nochmal, wir sind ja nicht versammelt, McLean um McLean. McLean und Patrouillendienst, General. Besser wäre, man hätte ihn gleich ganz rausgeschmissen. Wollen wir es doch nicht dramatisieren, General. Kein Mensch ist unersetzlich. In ein paar Jahren werden wir in unserem Raumkreuzer nur noch Roboter sitzen haben. Hoffentlich auch in den Vorzimmern der Stäbe. General, die Besatzung der Orion ist da. Herein damit. General, sollten wir nicht zuerst die Beamtin des Sicherheitsdienstes? Tja, diese Dame zuerst. Ja, General. Bitte, Leutnant. Soll das heißen, dass McLean auch noch einen Schnüffler an Bord bekommt? Auftrag der obersten Raumbehörde. Ich kann es nicht ändern. Leutnant Tamara Jagelowsk vom Galaktischen Sicherheitsdienst. Das ist General Van Dyke, Chef der schnellen Raumverbände, dem die Orion-Besatzung bis jetzt unterstand. Sie kennen die Berichte, die Akten, Unterlagen und einzelnen Disziplinarverfahren über die Orion-Mannschaft, Leutnant? Jawohl, General. Sie kennen Ihre Aufgaben und wissen über Ihren Dienst auf der Orion Bescheid? Man hat mich im Hauptbüro des Sicherheitsdienstes darüber informiert. Sie sind als Sicherheitsoffizier auf die Orion abkommandiert, um Befehlsüberschreitungen, Verstöße gegen die Raumdienstvorschriften und Verletzungen der Flottengesetze disziplinarisch zu unterbinden bzw. zur Meldung zu bringen. So lautet meine Order. Sie werden es nicht leicht haben mit McLean und seinen Leuten. Damit rechne ich. Sie sind noch ziemlich jung für eine derartige Aufgabe. Und Sie haben noch nicht viel Erfahrung im galaktischen Dienst. Man schlug mich vor, General. Na schön, dann kann's ja losgehen. Herein mit McLean und seiner Bande. Jawohl, General. Commander, bitte. Commander McLean und die Orion-Besatzung. Major, der Untersuchungsausschuss der Interplanetaren Raumkommission hat angeordnet. Ihr Dienstunterstellungsverhältnis zu den schnellen Raumverbänden wird ab sofort aufgehoben. Sie haben sich zum Raumpatrouillendienst als strafversetzt zu betrachten. Für wie lange? Für 3 Jahre. Und warum? Major McLean, ersparen Sie es sich und mir hier noch einmal die Liste Ihrer Sonderveranstaltungen herzubeten. In Zukunft, Major, werden Sie beim geringsten Vergehen gegen die Vorschriften Ihren Abschied bekommen. Sind wir uns diesbezüglich einig, Kommandeur? General, falls der Verteidigungsstab es wünscht, ziehe ich noch heute die Konsequenzen und scheide aus dem Raumflottendienst aus. Sie halten jetzt gefälligst den Mund, McLean. Sie werden auch nicht den Dienst quittieren wie ein beleidigter Raumkadett, sondern Sie finden sich in 3 Jahren wieder bei mir ein. Verstanden? Jawohl, General. General? Da wäre noch etwas. Es liegt ferner ein Befehl des Führungsstabes vor, dass Ihnen für diese Zeit ein Beamter des Galaktischen Sicherheitsdienstes zur Seite gestellt wird. General, das kann doch nicht... Kein Kommentar, wenn ich bitten darf. Das ist Ihr zukünftiger Sicherheitsoffizier an Bord, Major. Leutnant Tamara Jagelos. Ihnen ist sicher bekannt, McLean, dass Beamte des GSD Alpha-Order erteilen können. Ich hoffe, es gibt keinen Ärger, McLean. Das hoffe ich auch, General. Gut, dann möchte ich mich mit Ihnen und Ihrer Crew über Ihren ersten Einsatz im Raumpatrouillendienst unterhalten. Sie starten morgen, 18 Uhr, von Tiefseebasis 104 zum Raumsektor 219-33-9. Ihre Aufgabe, Kommando? Überwachung, Sicherung und Kontrolle aller Raumschiffs- und Lenksatellitenbewegungen in diesem Sektor. General, das ist ein Auftrag für Raumkadetten, ja. Was? Betrachten Sie ihn als Erholungsfahrt. Sie sehen ohnehin angegriffen aus. Ist alles klar? Alles, General. Dann wird Sie mein Adjutant Springbrauner über die Lage in diesem Sektor informieren. Raumsektor 219-33-9, McLean. Die Nachbarsektoren gehen Sie nichts an. Haben wir uns verstanden? Jawohl, General. Danke. Darf ich um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten? Sie dürfen uns... Nein, Hasso. Der nicht. Musik
Cognac? Nein, nein, nicht für mich. Ich muss jetzt gehen. Wirklich, Cliff, ich müsste schon seit 2 Stunden zu Hause sein. Ja, dann geh doch. Ja, ich muss mich tatsächlich langsam auf den Weg machen. Sag mal, was hast du mich gefragt? Ich dich gefragt? Ja, du hast mich doch gerade was gefragt. Ja, richtig, ich hab dich gefragt, ob du noch einen Cognac willst. Jo, bitte. Aber dann muss ich gehen, sonst wird Ingrid böse. Ja, mit Recht. Na, willst du nicht noch auf den Sprung mitkommen? Ach du liebe Zeit, ist es mal wieder soweit? Nein, ich hab's ja fest versprochen. Wie oft hast du sie eigentlich schon versprochen? Sag mal, glaubt sie dir das immer wieder? Es ist mein Ernst, Cliff. Ich hör auf. Ist das dein Ernst oder war das dein Ernst? Komm her. Du musst mit ihr reden. Ja, ich weiß. Ohne dich traue ich mich doch gar nicht mehr nach Hause. Ist auch gar nicht mehr nötig. Ja. Außer, es ist passiert. Zahlen? Du wirst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Nein, 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 nur zahlen. Es macht sich besser, wenn wir schon gezahlt haben. Das ist gut. Liebling, hallo. Ich war gerade im Gehen. Hallo, Major. Hallo. Also finden eigentlich alle Mannschaftsbesprechungen hier statt? Na, manche nicht. Das war den Eindruck habe ich auch. Ja, wie gesagt, wir waren gerade im Gehen. Ich habe Cliff vorgeschlagen, er soll noch auf ein Bier mitkommen. Was? Na, hör mal, Ingrid, du scheinst aber nicht sehr begeistert zu sein, dass mein Chef... Ach so, immer wenn du deinen Chef bei uns anschleppst, weiß ich doch genau, was los ist. Ja, Ingrid, weißt du, also McLean hat gemeint... Ja, Ingrid, ich meinte... Ja, wie soll ich das erklären? Sie brauchen mir nichts zu erklären, Major. Hasso geht wieder mit? Ja. Stimmt, Ingrid. Ich dachte, es wäre besser, wenn ich diesmal noch dabei bin. Na, dieses eine Mal. Ja, gerade jetzt, wo wir höheren Ortes so beliebt sind. Und sogar eine Aufpasserin vom GSD haben sie zu uns abkommandiert. Es wäre der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, einen Nachfolger für Hasso auszubilden. Ich bin gespannt, wann euch mal die Ausreden ausgehen. Cliff, sie hat gelacht. Na, sagen wir mal, sie hat gelächelt. Du, darauf trinken wir einen. Komm. Basis 104 an Xerxes 9. Bleiben Sie im Warteraum 9, bis Sie abgerufen werden. Verstanden. Bodenkontrolle an Basis. Orion 7 in allen Funktionen überprüft. Wir geben das Schiff frei. Danke, Bodenkontrolle. Der Start wird in wenigen Minuten erfolgen. Xerxes 9 an Basis 104. Wann können wir endlich eintauchen? Die Basis wird in wenigen Minuten frei sein. Bleiben Sie in Landeposition, bis Sie abgerufen werden. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir aus Andromeda 17 Beta 12 kommen. Verstehen Sie? Uns reicht's. Wir waren 18 Wochen im Raum. Tut mir leid, Commander. Die Basis ist durch die Orion 7 blockiert. McLean? Ich denke, der ist bei den schnellen Raumverbänden. Was tut denn der auf Basis 104? Das können Sie ihn fragen, wenn Sie ihn das nächste Mal im Starlight Casino treffen. Ha, ha, ha! Verbinden Sie mich bitte mit Oberst Mulligan. Ich verlange, dass wir auf eine andere Basis umgeleitet werden. Die Basen 81 bis 106 sind durch die zweite galaktische Flotte belegt. Tut mir leid. Außerdem ist der Oberst in Urlaub. Im Urlaub? Das ist ja wohl... Commander Stein, Sie waren 18 Wochen im Raum. Wollen Sie ein Disziplinarverfahren riskieren, nur weil Sie jetzt 5 Minuten warten müssen? Wir sprechen uns noch, Schätzchen. Gerne, Commander. Fragt sich nur, was Ihre Frau dazu sagt. Computer überprüft. Kurs einwandfrei programmiert. Ja, der Schlaumeier ist in Ordnung, aber fragt mich nicht, was für einen bezaubernden Käfer ich dafür versetzen musste. Es fragt dich ja keiner. Sie war von einem... Bordkontrolle, Leutnant Monsi. Bordkontrolle. Leutnant Tamara Jagelowsk vom Galaktischen Sicherheitsdienst meldet sich an Bord. Kontrollcenter läuft, Commander. Kommandant an Astrogator, Steuerung auf Automatik. Automatische Steuerung bei CD-10, Chef. Raumüberwachung läuft, Leitstrahl ist ein. Orion-Bodenbasis in Kontakt mit Erdaußenstation 4. Basis 104, Startkontrolle an den schnellen Raumkreuzer Orion 7. Sie sind freigegeben zum Start. Danke, Basis. Basis 104 übergibt weiter an Erdaußenstation 4. Fertig zum Start, erste Beschleunigung.
Kommander McLean, darf ich Sie darauf aufmerksam machen? Leutnant Jagielowsk, zum Start brauche ich weder eine Hilfe noch eine Überwachung, also begeben Sie jetzt bitte in Ihre Kabine. Schalten Sie die Sprechverbindung ein, das ist ein kleiner Knopf, auf dem steht BSA, Bordsprechanlage. Falls Sie mich zu sehen wünschen, steht Ihnen das Visiophon zur Verfügung. In dem eingebauten Schrank finden Sie Ihr Bordgepäck, dazu ein Verpflegungsset für 12 Monate und eine Paralyserpistole, falls Sie sich zu paralysieren wünschen. Wenn es Ihnen aber ganz schlecht gehen sollte, stehen Ihnen immer noch unsere Kälteschlafkammern zur Verfügung. Sie möchten mich zu gern einfrieren, nicht wahr, Commander? Was ich möchte, steht leider nicht zur Debatte. Also gehen Sie jetzt in Ihre Kabine. Falls Ihnen etwas zustößt, heißt es am Schluss noch, ich hätte einen Mordanschlag auf Sie unternommen. IG ist ein, Antrieb 05. Bleibst du oben, Hasse? Ich bin auf Automatik und Kontrolle. Da wollen wir mal wieder. Fahr ab. Hydroponischen Tanks unter Druck. Unsere Gouvernante wird schon nicht ersticken in ihrer Kabine. Wollen wir sie denn die ganze Zeit über in ihrer Kabine eingeschlossen halten? Das wird kaum gehen. Wir werden diese Schnüfflerin schon fertig machen. Verlasst euch drauf. Oder sie uns. Ich habe so ein Gefühl, als ob mit der nicht gut Kirschen essen sei. Kirschen essen ist auch nicht exakt das, was ich mit ihr vorhabe. Oh, alter Angeber. Bilde dir nur nicht ein, dass du bei der auch nur die geringste Chance hast. Aber Helgelein, wer wird denn jetzt schon eifersüchtig sein, ne? Ich? Ein Streit um des Kaisers Bart. In meinen Augen ist das ein als Mädchen verkleideter Roboter. Aber keine Frau. Das werden wir ja sehen. Wollen wir mal nachgucken, was sie macht? Mir scheint, sie hat sich umgezogen. Ah, ordentlich ist sie auch noch. Was meinst du, ob ich sie bitten kann, meine Kabine auch mal aufzuräumen? Bist du verrückt geworden? Sowas gibt es bei uns nicht. Wenn du sie sehen oder sprechen willst, dann melde dich gefälligst über BSA, wie sich das gehört. Entschuldige bitte, Cliff, sie war doch vollständig angezogen. Bitte? Leutnant De Monti an Sicherheitsoffizier Jagielowsk. Sind Sie sprechbereit? Dann schalten Sie bitte Ihr Visiophon ein. Bitte? Sagen Sie bitte eine außerdienstliche Frage. Hätten Sie Lust auf einen Schluck Whisky in meiner Kabine? Haben Sie den Whisky? Ja, aber natürlich, meine Verehrteste, eine ganze Kiste. Das ist sehr interessant. Ich danke Ihnen für die Information. Darüber muss ich leider eine Meldung machen. Astrogator an Kommandant. Eine Alpha-Durchsage von der Solarwetterstation Dragon. Ich gebe über Verstärker. Alle Stationen. Im Sektor 207, 24, 8 sind Eruptionswetter entstanden, die sich mit einer Geschwindigkeit von 38 bis 42 Einheiten auf dem Sektor 21.9 zu bewegen. Die Eruptionen haben eine Dauer von 27 Minuten. Die Strahlung erreicht etwa das 150-fache der Norm. Automatisch weghast und Maschine besetzen. Wir gehen auf die Ausweichkoordinaten. Andere Koordinaten? Dann ersuche ich Sie sofort, die Erdaußenstation 4 von unserer Kursänderung zu unterrichten, Kommandant. Dazu besteht doch keine Möglichkeit mehr bei einem derartigen Sonnensturm. Raumüberwachung, Schiffsabschirmung ein. Der ERS-4 ist das ganz Schnurfer für den Kursänderung. Glauben Sie, die könnten uns helfen? Sonneneruptionen erzeugen Strahlungen, die bis zu 10.000-fach über normal liegen. Ich ersuche Sie, die ERS-4 zu unterrichten, Kommandant. Bleiben Sie mir doch vom Leib, Leutnant. Bei einem Sonnensturm bricht der gesamte Funkverkehr zusammen. Soll ich denen vielleicht eine Ansichtskarte schicken? Wir haben es geschafft. Wir schaffen es immer.
Wenn die Strahlungsstärke das 10.000-fache an Intensität der normalen Raumstrahlung beträgt, wieso braucht dann die Orion nicht das 10.000-fache an Abschirmung? Die Abschirmung ist natürlich entsprechend der stärksten vorkommenden Strahlung angelegt. Man bedient sich dabei des Kaskadenprinzips. Wen interessiert denn das, Helga? Kannst du deinen Anfängerunterricht nicht woanders abhalten? Nu, was ist denn dir über die Leber gelaufen? 264 hat Würmer. Oh, der Ärmste. Frisst nicht mehr. Nein. Und ich bin nicht bei ihm. Das ist aber wirklich scheußlich. Bitte, wer ist 264? Sein Hund, ein Pudel. Einer der letzten 376 Pudel, die es noch gibt. Sie haben Sorgen. Wir jonglieren uns hier an einem Sonnensturm vorbei und Sie denken nur an... Was ist das denn? Was denn? Wir explodieren! Ja, damit müssen wir Raumfahrer immer rechnen. Commander, da muss doch was geschehen. Ja, es wird auch was geschehen. Und was gedenken Sie zu unternehmen? Ich gehe was essen. Das ist eine glänzende Idee. Lädst du mich ein? Natürlich. Zwiebelsuppe oder Pfeffersteak? Erdbeeren. Ich denke Erdbeeren. Guten Appetit. Was heißt Ihr Kaskadenprinzip? Ich habe doch versucht, Ihnen zu erklären... Marjan Schubaschi, Sie meinen wohl, Sie können mich für dumm verkaufen, ja? Aber ich bitte Sie... Major McLean hat doch wieder nur einen Anlass gesucht und eine Möglichkeit, den Kurs zu ändern. Und er sonst... Sag mal, ein bisschen knapp bist du ja schon an dem Strahlungssturm vorbeigesegelt. Es schüttelt uns ganz schön durch, muss das sein? Die Tante vom GSD hat es nicht gern, wenn wir den Kurs ändern. Also habe ich ihn so knapp wie möglich geändert. Und jetzt rumpst es ein bisschen. Oh, verstehe. Hoffentlich versteht sie es auch. Und du glaubst, auf die Tour wirst du sie los, ja? Das tut, was man kann. Naja, hübsch ist sie ja. Eine Kobra ist auch hübsch. Eins ist jedenfalls sicher. Die macht keine 3 Jahre Sicherheitsdienst bei uns. Entweder ist sie nach den ersten 3 Einsätzen irrenhausreif, oder... Oder? Sie ist Kommandant. Abstand 33, 5, 30, 29, passieren 26. Kriegst du Funkkontakt, Arthur? Nichts. Hängt da draußen wie eine taube Nuss. Das ist ein gestörter Funksatellit, Typ Sky 77, wahrscheinlich Terra-Cosmo-Kontrolle. Dem muss das Eruptionswetter hier verschlagen haben. Na, jedenfalls ist das Ding tot. Komm, Mario, schieß es ab. In Ordnung, Cliff. Sind Sie dazu befugt, Commander, einen Funksatelliten so einfach zu eliminieren? Mein liebes Kind. Ich bin nicht Ihr liebes Kind. Ich bin der verantwortliche GSD-Offizier an Bord und ich verbiete Ihnen, den Satelliten abzuschießen, wie Sie sich auszudrücken belieben. Dieser Körper da draußen hat einen Wert von 12.000 Krediten. Dieser Körper, wie Sie so schön sagen, hat überhaupt keinen Wert mehr. Er bildet eine Gefahr für die gesamten Raumschiffbesatzungen innerhalb von 3 Sektoren. Glauben Sie nicht, dass es eine Raumstation oder eine E-Stelle gibt, die bereits festgestellt hat, dass der Satellit nicht mehr arbeitet? Nicht einmal ich weiß, wie viele Satelliten, Messsonden und Radarautomaten hier draußen herumschwirren. Wahrscheinlich 25.000. Dazu hatten wir einen hübschen kleinen Sonnensturm. Ich warne Sie, Commander. Wahrscheinlich ist schon ein Techno-Hilfskreuzer unterwegs, um die Sache zu untersuchen. Sie eliminieren den Satelliten nicht. Leutnant De Monti, sprechen Sie auf Bordbuch. Der GSD-Beamte Tamara Jagielowsk verbietet den Abschuss des Funksatelliten auf den Koordinaten sowieso, sowieso und so weiter und so weiter. Der Kommandant geht schlafen. Ich fürchte, der Kommandant geht nicht schlafen, Cliff. Wir passieren gerade MZ4. Na und? Clarence meldet sich. Was? MZ4 meldet sich nicht? Das hat's ja noch nie gegeben. Versuch's doch nochmal. Was ist MZ4? Eine Relais- und Fernmeldestation, die vor einigen Jahren eingerichtet wurde. Und wer ist Clarence? Chef der Station und ein Freund von uns. Und wenn er sich nicht meldet, ist er entweder tot oder besoffen. Also, was ist? Nichts. Das gibt es nicht. Orion 7 ruft MZ4. Clarence, bitte melden. Wir wollen euch ja nur guten Tag sagen. Na also. Quatsch, na also. Das sind Dreiergruppen, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Das soll ich auf jeden Fall mal abstoppen. Ja, ich will wissen, was hier los ist. Gut. Commander, Sie haben Anweisung, Ihr Operationsgebiet so schnell wie möglich zu erreichen. Moment. Hört euch das an. MZ4 spinnt. Das ist ein
völlig verrückter, sinnloser Code. Ist es für Ihren Auftrag wichtig zu wissen, ob MZ4 spinnt oder nicht? Wenn Sie eine von uns wären, Leutnant, würde ich Ihnen jetzt sagen, es ist uns nicht egal, was mit unserem Freund Clarence los ist. Da Sie aber Sicherheitsbeamtin sind, habe ich für Sie eine andere Antwort. In ungefähr 48 Stunden wird der automatische Laborkreuzer Challenger den MZ4 passieren. Er soll von dort seine neue Kurskorrektur bekommen. Falls er aber stattdessen das hier bekommt, gibt es eine Katastrophe. Dann rast nämlich der Kreuzer gegen den Meteoriten. Klar? Das leuchtet ein, aber haben Sie denn keine Möglichkeit, das Elektronenhirn der Challenger mit einer Funkkorrektur zu speisen? Diese Möglichkeit hätte ich gehabt, wenn Sie mir nicht verboten hätten, den toten Satelliten zu killen. Diese kleine taube Nuss, die Ihnen so sehr am Herzen lag, stört nämlich genau auf den Frequenzen, die auf den Koordinaten der Challenger liegen. Was geschieht also? Landung auf MZ4. Versucht, die Störung zu beheben. Sie wissen, was bei Ihrem Vorleben eine eigenmächtige Kursänderung zu bedeuten hat. Natürlich. Magnetkissen fluten, Antrieb weg, Generatoren aus. Orion flutet Magnetkissen. Distanz 800. Tiefer kannst du nicht gehen, dazu ist der MZ4 zu klein. Relative Geschwindigkeit 0. Ich empfange immer noch diese verstümmelten Dreiergruppen mir unerklärlich. Deshalb werden wir ja jetzt nachsehen. Ich brauche zwei Freiwillige. Gewöhne dir doch endlich mal ab, Freiwillige zu suchen. Niemand geht freiwillig. Schön, dann gehst du, Hasso, und nimmst Atan mit. Na, bitte. Lanzett 1, Abschusskanal 1 fertig machen. Und zieht gefälligst Druckanzüge an. Druckanzüge? Die Sauerstoffanlage auf MZ4 ist so perfekt wie unsere. Wo eine Funkanlage spinnt, kann auch eine Sauerstoffanlage spinnen. Los, schert euch in die Lanzett. Okay. Warum tun Sie das, Commander? Würden Sie es nicht tun an meiner Stelle? Ich halte mich an meine Order. Das tut auch ein Roboter. Seit ich Sie kenne, denke ich von Robotern nicht mehr gering. Die tun wenigstens ihre Pflicht. Wozu brauchen Sie denn noch Menschen? Da haben Sie nicht Unrecht. Ein Roboter würde viel schneller als jeder Mensch ausrechnen, was da unten nicht stimmt. Ah. Lanzett 1, fertig zum Abschuss. Euer Kurs ist programmiert. Lanzett 1, bitte top. Treibstoff. Oxygen. Radio. Batterien. Top überprüft. Cliff, wir sind soweit. Dann nichts wie weg. Achtung, Hasso. Was meinst du? Sollen wir die Dinger da aufsetzen? Du hast doch gehört. Wo eine Funkanlage spinnt, da kann auch eine Sauerstoffanlage spinnen. Schau mal auf deinen Druckanzeiger. Hier ist genauso wenig Sauerstoff
wie in einem Tiefsee-Aquarium. Die hydroponische Anlage muss kaputt sein. Ja. Funktionieren auch nicht. Komisch. Komisch? Ich habe schon mehr gelacht. Frequenzwähler steht auf einer Frequenz, die wir niemals benutzen. Verdammt nochmal. Aber irgendwo müssen die Burschen noch stecken. Welche Burschen? Na, Clarence und seine Leute. Wer sonst? Eben, wer sonst? Ich habe das Gefühl, hier treibt sich jemand ganz anderes rum. Denn so? Mitten in der Bewegung, die Gabel in der Hand.
Wissenschaftler durch ihn hindurchgingen? Extraterristen. Wir müssen sofort... Sie Björns auf MZ4, ruf die Orion 7. Sie Björns auf MZ4, ruf... Was gibt's, Hasso? Wir sind alle tot. Clarence und die ganze Besatzung. Hörst du mich? Ja, wir verstehen dich, Hasso. Los, weiter. Es müssen Extraterristen hier sein. Außerirdische. Was denn? Hier in dieser Gegend? Das ist doch nicht möglich. Cliff, es muss so sein. Sie sind immun gegen unsere Strahlwaffen. Wo steckt ihr? In Clarence' Kontrollraum. Haben Sie es bemerkt? Sicher. Ich weiß nicht, warum Sie uns nicht schon längst umgebracht haben wie Clarence. Macht, dass ihr so schnell wie möglich zurück in die Lanze kommt. Los, ihr müsst sofort weg! Ist gut, Cliff. Wir werden es versuchen. Alarmstart vorbereiten, Kampfstand besetzen. Permanente Raumüberwachung. Außerirdische Lebewesen in unserer Galaxis? MZ4 ist eine der äußersten Basen am Rande des Niemandsraumes. Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass... Für unser Jahrhundert haben sie ein reichlich anthropozentrisches Weltbild. Allein in unserem Milchstraßensystem gibt es 4 bis 10 Milliarden Planeten, auf denen mit intelligentem Leben gerettet werden muss. Woher nehmen Sie die Arroganz anzunehmen, dass wir die Einzigen sind, die addieren und multiplizieren können? So dumm bin ich auch nicht, aber rein theoretisch... Was hast du da eben durchgegeben? Hat klang das theoretisch? Orion 7 an Ingenieur Sieg Björnsen auf MZ4. Hasso, wo seid ihr jetzt? Könnt ihr starten? Hier ist Sieg Björnsen. Cliff, wir sind auf dem Wege zum Landeschacht. Lassen Sie euch in Ruhe. Habt ihr Kontakt mit ihnen? Nein, Sie lassen uns in Ruhe. Ich weiß nicht wieso. Wir bewegen uns weiter zum Landeschacht. Ja, aber wenn Sie Clarence und seine Leute umgebracht haben, wieso greifen Sie dann Sieg Björnsen und Shubashi nicht an? Ich kann doch nicht Gedanken lesen, schon gar nicht die von Außerirdischen. Cliff, unbekannte Flugobjekte. Was? 4, 5, 7 Stück. Gib mir das rüber. Entfernung? 40, 9, 39, 8, 38, 6. Mein Gott, Cliff, Sie haben irrsinnige Geschwindigkeiten. Wir müssen hier weg. Wir sitzen hier wie auf dem Präsentierteller. Fertig zum Alarmstart. Und was ist mit Hasso und Artan? Ach Gott, wo bleiben die beiden? Hasso, Artan, was ist? Seid ihr im Landeschacht? Warum startet ihr nicht? Wir sind in der Lanzett, aber wir kommen nicht weg, Cliff. Die Schweine haben die Elektronik zerstört. Verdammt, wir werden angegriffen. Hörst du, Hasso? 7 fremde Objekte. Ich kann keine Sekunde mehr auf euch warten. Bringst du ohne mich einen Alarmstart zu Wege? Ich muss es versuchen. Ich muss auf Angriffsposition gehen. Verkriegt euch da unten so gut ihr könnt. Ja. Wir holen euch hinterher ab. Ende. Gleich Korrektur programmiert. Mario, wir müssen in 130 Sekunden auf Distanz sein. Und für Sie habe ich auch einen Job. Dringenden Lichtspruch an ORB und TRAF. Exoterristen auf MZ4, Besatzung eliminiert. 7 fremde Flugkörper im Anflug. Kampfhandlungen stehen bevor. Ja, aber... Worauf warten Sie noch? Ich dachte, der gesamte Funkverkehr in dieser Gegend ist gestört. Wieso denn? Na, die taube Nuss. Ach, tun Sie, was ich Ihnen sage. Für Erklärungen haben wir jetzt keine Zeit. Mario! Suchstrahl reflektiert. Objekte zeichnen. 12, 7. Was dauert denn so lange? 5, 3, 1, 0. Werfer frei! Das ist sinnlos, Cliff. Die sind noch viel zu weit weg. Cliff! Cliff, der Computer fällt aus! Was ist los? Was ist los mit uns, Miguel? Ich glaube, Massenanziehung. Sie beeinflussen das Schwerefeld. Cliff! Alle Geräte sind ausgefallen. Sie haben unser Frequenzsystem blockiert. Die Werfer, Mario, die Werfer! Weg von hier, Cliff, um Gottes Willen, weg! Wir sind in ihr Schwerefeld geraten. Wir sind machtlos. Umschalten auf Lichtfunkverkehr. Hauen Sie ab, Major. Sie schaffen es nicht. Versuchen Sie Rücksturz zur Erde. Rücksturz zur MZ4. Wieso MZ4? Ich muss versuchen, die beiden dort rauszuholen. Diese Brüder haben eine Reichweite, von der wir nicht einmal träumen. Das ist doch aussichtslos, Major. Sie werden uns einholen und dann... Aber ich kann die beiden doch nicht einfach verrecken lassen. Aber es geht jetzt um mehr. Die Orion ist auf unerklärliche Weise durch fremde Objekte gestört worden. Im Elektronengehirn sind sämtliche Daten über dieses Vorkommnis gespeichert. Dieses Material muss zur Erde. Das kann der Anfang einer Invasion sein. Cliff, wer immer es ist, die sind uns um Jahre voraus. Wenn sie näher herankommen, sie knacken uns wie nichts. Ich glaube, sie wollen gar nichts von uns. Ich habe ihren Kurs berechnet. Sie wollen nach MZ4. Ja, und wir können genau nichts tun. Wir müssen etwas tun. Ach ja, und was bitte? Sie kennen die Alpha-Anweisung 3b für alle Kreuzerkommandanten genauso gut wie ich. Ja. Commander, sagen Sie jetzt die Wahrheit.
Haben Sie technisch die Möglichkeit, die Basis MZ-4 zu eliminieren, bevor wir eingeholt werden? Technisch ja, durch Energiebrand. Aber solange die geringste Möglichkeit besteht, dass Sigbjörns und Shubashi noch leben kann, kein Mensch von mir verlangt, dass sie... Jede Raumbasis ist im Falle eines plötzlichen Zugriffs durch außerirdische Kräfte oder Lebewesen ohne Rücksicht auf etwaige eigene Verluste sofort zu eliminieren. Ich erteile Ihnen Alpha-Order, dieser Anordnung Folge zu leisten. Sie sind doch ein... Sie hat recht, Mario. Sie hat ja recht. Lichtspruch an Traf. Major McLean auf dem schnellen Raumkreuzer Orion 7. Vernichte auf Weisung des Sicherheitsoffiziers die Basis MZ-4 durch Energiebrand, da sich die Basis mit Sicherheit in der Hand von Exoterroristen befindet. Feindliche Objekte an Geschwindigkeit weit überlegen, daher Rücksturz zur Erde. Verlustmeldung. Ingenieur Hasso Sigbjörnsen und Astrogator Atan Shubashi. Ende. Energiewerfer fertig machen. Das hätte ich dir nicht zugetraut. Sie leben längst nicht mehr, oder Sie sind in der Hand der Exoterroristen. Wir müssen doch auf jeden Fall versuchen, Sie über Sprechfunk zu erreichen. Soll ich die beiden vielleicht auch noch anrufen und Ihnen sagen, liebe Freunde, es tut mir leid, aber ich bringe euch jetzt um! Wo wollen Sie jetzt hin? Wollen Sie es für mich tun? Commander McLean. Commander, ich quittiere meinen Dienst! Gib's doch auf. Wir haben gründliche Arbeit geleistet. Kann man wohl sagen. Und wir sitzen in der Falle. Cliff holt uns hier raus. Wenn er kann. Wenn du mich fragst, Alter, ist es aus. Ich frag dich aber nicht. Wenn er sich auf einen Kampf mit den Fremden eingelassen hat, ist er längst tot. Hast du das da drinnen vergessen, der Kerl auf dem Gang? Sie sind immun gegen unsere Strahlen. McLean hat keine Chance. Das haben wir schon oft gedacht. Mario. Werfer 2 macht das selbst. Commander McLean, Sie müssen MZ-4 eliminieren. Jawohl, ich muss. Aber ich will nicht, verstehen Sie? Ich kann nicht! Cliff? Cliff, die haben unsere gesamte Energie blockiert. Was soll das heißen? Ich weiß auch nicht, aber... Wir können MZ-4 gar nicht eliminieren. Cliff, sie kommen immer näher. Du musst auf Fluchtgeschwindigkeit. Wir können hier nichts mehr tun. Also, Fluchtgeschwindigkeit. Aber eins von den Dingern vernichten können. Das heißt also, er ist tot. Genau wie wir. In ein paar Minuten. Aber ein paar von diesen Galat-Kameraden auch. Wie denn? Gegen Strahlwaffen sind sie immun? Das sind doch die reinsten Fabelwesen. Nicht mal Sauerstoff brauchen sie. Sauerstoff. Sauerstoff. Atan, wir sind Idioten. Die brauchen nicht nur keinen Sauerstoff, die können wahrscheinlich gar keinen vertragen. Du meinst? Ja! Wir müssen die Schaltung der Hydrotanks finden. Hier. Das ist er. Na los, worauf wartest du? Bring sie um, dreh den Sauerstoff auf. Und die anderen, die jetzt jeden Augenblick landen?
Die werden nicht hereinkommen, wenn sie merken, dass der Sauerstoff geflutet ist. Die haben doch Helme gegen Sauerstoff. So wie wir Helme für Sauerstoff haben. Sie kommen hier rein und bringen uns um. Wie Clarence und seine Leute. Und warum haben sie uns nicht schon längst umgebracht? Was weiß ich. Vielleicht wollen sie uns lebend. Wir sitzen hier doch in der Falle. Die sind sich ihrer Sache doch sicher. Wieso? Wahrscheinlich haben sie die Sauerstoffanlage zerstört. Aber das werden wir ja sehen. Ich flute jetzt diesen Raum. Nichts. Kaputt. Die wären ja auch schön dumm gewesen. Meinst du, du kriegst das hin? Wir müssen es versuchen. Zu spät. Sie landen. Verdammt nochmal. Wo kriegen wir Sauerstoff her? Unser Lancet. Der Oxygentank. Du willst da raus? Du willst ihn holen? Wir können uns natürlich auch gleich umbringen. Komm. Ist das kein Sauerstoff? Wenn das Ding explodiert. Und du meinst, er reicht? Was für 90 Tage reicht, wird doch wohl für diese alberne Station reichen. Und ich gehe dann bei dir mit ran. In Ordnung. Los. Weit genug. Aber sie haben keine Helme auf. Ich bin soweit. Warte noch. Und was ist, wenn die ersten vorher hier sind? Verliere jetzt nicht die Nerven. Wir müssen warten, bis der Letzte drin ist. Immer gewusst, ich bin ein Genie. Dann kannst du mir wahrscheinlich auch sagen, wie wir jetzt hier rauskommen. Meine Herren, ich weiß nicht, ob dies die Zeit ist für Grundsatzdiskussionen. Die Lage ist, dass eine unserer vorgeschobenen Außenbasen von Exoterroristen besetzt wird. Wir stehen also dem Phänomen gegenüber,
dass eine außerirdische, raumfahrende Rasse unser Hoheitsgebiet betritt. War doch früher oder später zu rechnen. Ihre Gelassenheit beruhigt mich außerordentlich. Haben Sie vielleicht auch damit gerechnet, dass diese Zeitgenossen gegen unsere Strahlwaffen immun sind und dass sie Raumschiffe besitzen, die, wie hieß das in McLeans letzter Meldung, General? Wenn McLean kein anderes Mittel weiß als die Flucht, dann bedeutet das, dass... Ich habe die erste und zweite strategische Raumflotte in Alarmzustand versetzt und bitte um Freigabe des Einsatzbefehls. Wenn ich weiß nicht, ob das die richtige Maßnahme ist. So, und was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Warten, bis Sie auch die anderen Basen besetzen? Ich halte es für verfrüht, strategische Maßnahmen gegen einen Gegner zu ergreifen, von dem wir noch nicht einmal genau wissen, ob es überhaupt ein Gegner ist. Der aber urplötzlich vor unserer Haustür auftaucht und gleich die Besatzung von NZ4 eliminiert. Halten Sie das für gute Manieren? In einem Kosmos, dessen Anzahl von Milchstraßensystemen wir nicht einmal annähernd schätzen können, werden Sie ja nicht erwarten, dass unsere Vorstellung von guten Manieren allgemein verbindlich ist. Aber dass wir bisher überhaupt keine Ahnung von Ihnen hatten. Wir erhalten doch seit Jahrhunderten Signale aus dem All von fremden Welten, die... Diese fremden Welten sind mir egal, solange Sie uns in Ruhe lassen. Und gerade diese Einstellung halte ich, mit Verlaub gesagt, für etwas antiquiert. Ich muss doch sehr bitten. Es ist doch wirklich seltsam. Mit unserem Fortschritt haben wir Kolonien auf dem Mars und sonst wo errichtet. Aber die Einstellung unserer Generale, die ist seit Jahrtausenden dieselbe. Wir sind wir und... Taucht wer anders auf, dann sprechen eben die Lichtkanonen. Die Frage ist, ob uns eine andere Möglichkeit bleibt. Also, Villa, was raten Sie? Ich warne dringend vor dem Eintritt in größere Kampfhandlungen, bevor wir nicht ganz genau wissen. Erstens, wer sind Sie? Zweitens, was wollen Sie? Und drittens, was können Sie? Was Sie können? Davon wird Ihnen McLean ein Liedchen singen. Jupiter Außenbasis meldet sich. Cliff, wir sind bald zu Hause. Ja. Lichtspruch an Jupiter Außen. Durchlauf normaler bitten Eintauchkoordinaten Terra. Commander, ich kann mir vorstellen, wie Ihnen zumute ist. Ich will mich nicht aufdrängen, aber wenn es Sie entlastet, ich bin bereit, mit Frau Sigbjørnsen zu sprechen. Danke, das ist... Ich danke Ihnen, aber das muss ich selbst tun. Schließlich, wenn ich nicht wäre, dann würde Hasso jetzt längst... Cliff, wir sind ja Idioten, wir haben etwas vergessen. Ja, die Challenger, ich weiß. Ja, wenn wir nichts unternehmen, stürzt in 4 Stunden der Laborkreuzer auf die MZ-4. Wir müssen ihn umleiten. Wieso? Die MZ-4 ist in der Hand von Exoterroristen, Hasso und Atan sind tot. Der Laborkreuzer ist vollautomatisch, kein Mensch an Bord, nur radioaktive Zerfallstoffe. Die Challenger wird also genau das tun, was wir nicht konnten. MZ-4 eliminieren. Challenger an MZ4, erbitte neue Koordinaten, erbitte neue Koordinaten. Entfernung 48, 7, 47, 6, 46, 5. Erbitte neue Koordinaten, physische Distanz, physische Distanz. Challenger an MZ4, kritische Distanz. Es ist zum Verzweifeln. Mit allem sind wir fertig geworden. Mit den Exoterroristen sind wir fertig geworden. Und jetzt donnert uns so ein idiotischer Laborkreuzer auf den Kopf. Wenn wir die Challenger empfangen, dann muss es doch genauso möglich sein, dass die Challenger unsere Impulse empfängt. Versteh doch, Hasso! Die haben die Anlage für ihre Frequenzen umgemodelt. So leid es mir tut, ich bin keiner von diesen Fröschen. Ich weiß nicht, wie ich diese Scheißanlage korrigieren kann. Und sowas nennt sich der größte Astrogator der Flotte. Und wem verdanken Sie denn nun eigentlich Ihre Rettung? Ich meine, wer hat die Challenger zur Explosion gebracht, bevor sie auf MZ4 herabstürzen konnte? Das waren die Frogs. Die Frogs? Ja. Die Exoterroristen. Wir hatten sie Frösche getauft, aber das klang uns dann zu vertraut, zu irdisch. Darum haben wir sie Frogs genannt. Ich denke, die Frogs waren schon tot, umgebracht durch ihre Sauerstoffreserve. Ganz recht.
Sie hatten aber glücklicherweise einen Magnetschirm am MZ-4 aufgebaut und an dem ist die Challenger dann zerschellt. Nur unser Landsat haben sie durchgelassen, weil sie uns offenbar als Versuchskaninchen haben wollten. Und dann war es natürlich nur noch ein Kinderspiel, die Lichtspruchanlage wieder in Ordnung zu bringen und um Hilfe zu rufen. Kinderspiel? Du hast immerhin 17 Stunden dafür gebraucht. Na und? Zeit hat doch jetzt keine Rolle mehr gespielt. Glaubst du? Wenn du gewusst hättest, dass der Plan bestand, MZ-4 durch die zweite galaktische Flotte zu eliminieren, dann wären dir 17 Stunden wahrscheinlich verdammt lang vorgekommen. Ja. Ihr wolltet uns hochjagen? Das hätten wir dann wohl Ihnen zu verdanken gehabt. Ob Sie noch Zeit gehabt hätten, sich bei irgendjemand zu bedanken, steht dahin. Außerdem war man der Meinung, dass Sie nicht mehr leben. Aber wenn Sie sich schon bedanken wollen, dann tun Sie das bitte bei meinem Chef. Er hat nämlich verhindert, dass Maßnahmen gegen MZ-4 ergriffen wurden. Ich muss feststellen, Sie sind sich ja schon überraschend nahe gekommen. Ich glaube, Leutnant Jagiellowsk wird sich an uns gewöhnen. Wer sich an wen gewöhnt, Major, wird die Zukunft zeigen. An eines gewöhne ich mich jedenfalls ganz gewiss nicht. Dass Sie mich belügen. Ich habe Sie angelogen? Natürlich. Oder wie war das mit der tauben Nuss, die den Funkverkehr stört? Das war eine Lüge, Major. Und wenn Sie etwa glauben, Sie könnten mich... Das sind doch Probleme, die Sie mit Commander McLean viel besser bei einem Glas Whisky besprechen. Ja, wenn sie nur welchen trinken würde. Wer sagt Ihnen denn, dass ich nie etwas trinke? Sie haben ja selbst an Bord gesagt... Ja, an Bord, Major. Aber wer zwingt uns denn, unsere Angelegenheiten an Bord zu besprechen? Dafür gibt's ja auch noch ein Starlight-Casino. Na also, Commander. Ich schlage vor, Sie lassen sich von Leutnant Jagiellowsk zu einem guten Glas Whisky. Sag mal, Alter, das Ganze war doch wohl nur ein böser Traum, ne? Viel schlimmer. Das war Science Fiction.